Die deutsche Jugend ist brav. Sie ist unkritisch gegenüber Staat und Gesellschaft und sauber. Von der deutschen Jugend 67 ist keine Revolution zu erwarten. Ein Jahr später, 1968. Aufbruch, Rebellion, Protest. Ein Schock für die bürgerliche Republik. Deutschlands Jugend ist wohl doch nicht so unkritisch und brav wie in der Wochenschau. Der Schriftsteller Peter Schneider, damals 27, gehört 1968 zu den Wortführern der Revolte in Berlin. Auch in Deutschland gehen Demonstranten nun im Wochentakt auf die Straße. Gegen Krieg, Missstände und Ungerechtigkeiten auf der ganzen Welt. Wir haben damals durchaus einen Unterschied gemacht zwischen der amerikanischen Regierung und den Amerikanern oder den USA. Wir haben die Regierung schuldig gesprochen, die diesen Vietnamkrieg ausgelöst hatte, den wir für verbrecherisch hielten, und ich denke nach wie vor, er war es. Aber wir waren total beeinflusst in unseren ganzen Ausdrucksformen von der Kleidung, von der Musik, von den neuen Verhaltens- und Lebensformen, von den Protestformen, Sit-in, Teach-in und wie es alles hieß, von der Bürgerrechtsbewegung und der amerikanischen Protestbewegung. Wir haben alles von dort abgekupfert. Von Westen her durchweht ein frecher Wind das Land, das sich erst allmählich aus seiner biederen Behäbigkeit befreit. Der krasse Kontrast offenbart in Deutschland mehr als anderswo einen Generationenkonflikt. Zwischen Jungen, die sich in eine eigene Welt flüchten, und Eltern, die das alles nicht verstehen. Ihr weitgehendes Schweigen über die Verbrechen der Nazizeit lähmt den Dialog in Familie und Gesellschaft. Man muss sehen, dass es natürlich Linien gegeben hat in allen modernen Industrieländern der Konsumorientierung, der Verwestlichung, der Modernisierung insgesamt. Und die Jugend war ein Teil dieser Art von Umwälzung und Veränderung der Gesellschaft. Die 68er-Bewegung hat aber diese Potenziale, die bereits vorhanden waren, nochmal sehr zugespitzt und ihnen versucht, so etwas wie einen politischen Stempel zu geben. Besonders West-Berlin, damals Inselstadt inmitten der DDR, wird zum Experimentierfeld für neue Lebensformen. Zum Tummelplatz für Provokateure und Bürgerschrecks. Im Zentrum steht die Kommune 1, die offenbar genau weiß, wie man Aufmerksamkeit findet. Es waren neue Protestformen, es war eben nicht das viereckige Plakat der Gewerkschaften vorgefertigt, sondern es war handgemalt, da hat man mit eigener Fantasie Sprüche erfunden, auch lustige Sprüche. Und das hatte sehr viel mit Provokation zu tun. Wir haben natürlich entdeckt, und das wird jede neue Protestbewegung auch entdecken, dass man nur wahrgenommen wird, in den Medien jedenfalls, wenn man die Regeln übertritt. Und ohne die Medien hätten die 68er wohl niemals eine so hohe Aufmerksamkeit finden können, aber auch nicht so vehementen Widerspruch. Im warmen Nest, das ist ein Sport, den jeder liebt. Zumal der Vater dir sogar das Geld noch dazu gibt. Das geht doch einfach los, Papa, hier, und habt ihr keinen Mut zu. Sauerei ist das. Eine große Sauerei. Das weiß ich nicht, aber sehen Sie sich doch die Gestalten hier an. Gucken Sie mal die Haare, langen Haare, die Gesichter an. Die Studenten rauchen auf der Straße Zigaretten. Das sind Tagediebe, die sollen arbeiten. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sie abschaffen, ablehnen und würde ihnen erst mal die Haare schneiden lassen und ins Arbeitslager schicken. Seit diesem Staatsbesuch im Sommer 67 ist es mit der spielerischen Leichtigkeit endgültig vorbei.
Die Demonstrationen gegen den persischen Diktator Schah Reza Pahlavi in Berlin haben ein fatales Nachspiel. Ein gewaltloser Demonstrant, Benno Ohnesorg, wird von einem Polizisten in Zivil aus unmittelbarer Nähe mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet. Presse und Politik geben zunächst den Demonstranten die Schuld. Dass einer, der offensichtlich nichts gemacht hatte, auch kein Messer und nichts Bedrohliches dabei hatte, dass der also erschossen wurde und diese Tatsache noch so verdreht wurde, als hätten die Studenten einen Polizisten ermordet oder versucht zu ermorden, das hat eine ungeheure Empörung hervorgerufen, auch bei mir persönlich. Also da war eine neue Schwelle der Wut erreicht, die ich vorher an mir nicht kannte. Und ein totales Misstrauen in die Institutionen. Es war, wie wenn alle Verlogenheiten, alles Schweigen, alles drüber hinreden, was in der Vergangenheit passiert war. Alle diese Versäumnisse der jungen Bundesrepublik hatten sich zu einer Untat verdichtet. Der Trauerzug um Benno Ohnesorg schwillt an zu einer breiten Studentenbewegung. Sie erhebt den Protest zur Lebensform. Öffentlich wirksamster Höhepunkt ist der internationale Kongress gegen den Vietnamkrieg. Hier werden auch Irrwege offenbar. Wir protestieren gegen diese Konferenz, meine Damen und Herren. Die ist beendet. Ich werfe mir und anderen, die damals die Möglichkeit hatten, das Wort zu ergreifen, vor, dass wir da immer Angst vor dem sogenannten Beifall von der falschen Seite hatten. Als wir sahen, wie zum Beispiel Leute, die anderer Meinung waren, dass wir zugesehen haben, wie denen das Mikrofon weggerissen wurde, dass die teilweise mit Gewalt aus dem Saal geschubst wurden. Größere Toleranz erweisen die Studenten den nordvietnamesischen Guerillakämpfern der Vietcong und dem Kommunistenführer Ho Chi Minh. Mit ihnen eint sie vor allem die Gegnerschaft zur US-Regierung. Es war leider auch eine völlig unkritische Solidarität mit dem Vietcong und mit allem, was er gemacht hat. Denn natürlich konnte man ja schon damals nachlesen, was die für Verbrechen gegen die Menschheit begangen haben. Aber es war sozusagen der größte Tag der Revolte in Berlin. Man wurde einfach mitgerissen. Wir haben gedacht, dass wir das, was wir am Vietnamkongress erlebt hatten, uns in eine weltweite, vernetzte Aufbruchstimmung fallen lassen zu können, dass wir das auch zu Hause machen könnten. Adelheid Opfermann, damals 26, Mitglied einer Schauspieltruppe. 1968 gehört sie der ersten Frauenkommune in München an. Mein Vater war SS-Jurist im Dachau. Wir sind sehr geschlagen worden, meine Geschwister und ich. Und zwar mit dem SS-Riemen von unserem Vater. Ich habe meiner Mutter eine Riesendiskussion einmal gehabt. Und dann hat sie gesagt: Weißt du, was dein Vater gelitten hat, wenn er andere umbringen musste? Also, das war so ungefähr diese, Unbelehrbarkeit in der Familie. Aus der Enge und dem Schweigen zu Hause flieht sie, wie viele damals, in einen neuen Lebensstil. Er bricht mit der autoritären Vergangenheit in jeder Hinsicht. Wollen sie miteinander teilen, ihre Überzeugungen, die Joints, die Bettgenossen. Wir waren im Zentrum von 68,
Also dadurch, dass wir auch die große Wohnung hatten, wir hatten Möglichkeiten, Geld spielte keine Rolle. Ich habe auf alle Fälle gedacht, je größer, je intensiver die Solidarität wird, je besser wird auch die Gefühlsbefreiung und die sexuelle Befreiung. Ich hatte ganz sicher das Gefühl, dass 68 auch so eine Revolution werden würde. Dass es nicht so begrenzt sein würde, sondern dass es ein ganz historischer, einmaliger Aufbruch sein wird. Mit einem Mal scheinen Utopien nah und fern Gestalt anzunehmen. Dann sind wir nach Prag gefahren, haben mit den Leuten auf dem Wenzelsplatz diskutiert und haben bei denen auch gewohnt. Es war eine Solidarisierung sofort, ein befreites Leben. Du gehst auf den Wenzelsplatz und alles andere wird sich ergeben. Es war eine wunderbare Abenteuersituation und revolutionär dazu. Zu den Polittouristen, die nach Prag eilen, gehört auch ein 28-jähriger Soziologiestudent aus Berlin, Rudi Dutschke. Er gilt als der unangefochtene Anführer der westdeutschen Studentenbewegung. Dank seines Charismas, seiner Eloquenz und einer gehörigen Portion Sturheit. An diesem Kampf habt ihr weiterzuarbeiten, in diesem Kampf habt ihr eure Bedürfnisse zu entfalten und in diesem Kampf ist jeder beteiligt, wo er auch immer sich in dieser Welt befinden mag. 1961 aus der DDR geflohen, sucht Dutschke undogmatischen Marxismus mit dem Traum der deutschen Einheit zu verknüpfen. Die parlamentarische Demokratie will er mit allen Mitteln durch eine Räteherrschaft ersetzen. Er ist nicht nur ein überzeugter Sozialist gewesen, sondern auch immer ein überzeugter Christ geblieben. Und die Zusammenführung dieser beiden Dimensionen hat mit dazu beigetragen, dass die Gewaltsamkeit seiner politischen Modelle, die er sich vorstellte, dass die unterschätzt worden ist. Gewalt, zumal gegen Sachen, wie es heißt, gilt ihm und vielen anderen als erlaubte Form der Gegenwehr. USA aus den Ärmel raus, kommt doch mal der Springer raus. USA aus den Ärmel raus. Die hatten eine Bombe und Barmann und Rudi haben sich also nach Saarbrücken aufgemacht und die Idee war, den Sendemast des EFN umzulegen. Das wäre natürlich wirklich ganz im Sinne Rudis Konzept von der Propaganda der Tat, also eine Aktion zu begehen, die sozusagen weltweit wirkt und ein Ausrufezeichen setzt gegen den Imperialismus und gegen den Vietnamkrieg, aber die fanden den EFN-Mast nicht, ja, und mussten dann mit der Bombe wieder zurück nach Berlin. Ohne Provokation werden wir überhaupt nicht wahrgenommen. Darum sind die Provokationen unerlässliche Voraussetzung für die Öffentlichkeitsarbeit. In Teilen der Gesellschaft und der Medien werden die vermeintlichen Revolutionäre salonfähig. Viele wollten ja, dass etwas passiert in Deutschland. Alle hatten das Gefühl, irgendwie muss diese ganze Käseglocke, diese verklemmte Gesellschaft, das muss aufgesprengt werden, da muss etwas passieren. Und deswegen bekamen wir auch unerhörte Ermutigung und Zustimmung von einem guten Teil der Medien und natürlich wütende, hetzerische Angriffe von Seiten der Springerpresse, die die Stadt ja zu 70% beherrschte. Für Springers Blätter in der Frontstadt des Kalten Krieges sind die aufmüpfigen Studenten das Feindbild. Sie werden mit allen Mitteln des Boulevardjournalismus bekämpft. Allerdings ist die Kampagne auch Ausdruck verbreiteter Vorbehalte in der Bevölkerung. Verbrennen ist mal sowas. Hatten Sie gesehen, ja. Die wollen ja hier bloß Unruhe stiften in Berlin, weiter nicht? Was halten Sie von Rudi Dutschke? Ich finde ihn fabelhaft. Warum? Großartig in seiner ganzen Idee, was er überhaupt sagt und was er auffasst. Er sollte mal richtig einen Arschfeuer kriegen, damit er auf Deutsch gesagt, damit ihn das, was sein Vater versäumt hat, noch nachgeholt werden könnte, ja. Den sollte man im Sack stecken und über der Mauer schmeißen. Nicht umsonst ist damals ein junger Mann, der Dutschke ähnlich sah, während dieser Demonstration fast totgeschlagen worden. Ein mutiger Polizist hat ihn in ein Polizeiauto geschoben.
Rudi Dutschke hat überhaupt keine Angst gehabt. Also mutig war der. Ja, und haben Sie nicht manchmal Angst, dass Ihnen einer über den Kopf schlägt? Nicht Angst, das kann passieren. Aber Freunde passen mit auf. Ja. Normalerweise fahre ich nicht allein rum. Ja. Es kann natürlich irgendein Neurotiker oder Wahnsinniger mal auf eine Kurzschlusshandlung durchführen. Furchtbar anzusehen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen, nachdem er von den 3-4 Schüssen getroffen wurde. Dutschke wird lebensbedrohlich verletzt. Du dreckiges Kommunistenschwein, ruft der Attentäter noch, bevor er schießt. In seiner Tasche finden sich Hetzartikel aus der Presse. Fassungslos trauern die Studenten um ihren Wortführer. Das war wie ein Loch, in das man fällt, wo man erstmal nicht weiß, wo man dann eigentlich ankommt und aufschlägt. Also für alle, die ihn gut kannten, glaube ich, hat das eine qualitative Veränderung auch in der Kampfbereitschaft bewirkt. Plötzlich waren solche Leute wie ich bereit und fähig und dachten darüber nach, dass man doch irgendwie mit Gewalt zurückschlagen müsste. Jetzt gibt es im ganzen Land kein Halten mehr. Für die aufgebrachten Studenten steht ganz schnell fest, wer die Hauptschuld an dem Attentat trägt. Springers Zeitungskonzern. Der Peter Steimer vom SDS kam rein und hat gesagt, Dutschke ist erschossen worden. Also er war ja angeschossen, aber wir haben gedacht, er ist erschossen worden. Wir sind sofort aufgestanden und losgelaufen. Und weil der Steimer sagte, es gibt schon in anderen Städten Blockaden vor Springer und da müssen wir hin. Und das hat mir auch vollkommen eingeleuchtet, dass wir jetzt da die Auslieferung verhindern und dass wir einmal die Zeitgeschichte so aufhalten, dass wir auch was zu sagen haben. Ich dachte jetzt ist richtig Revolution. Vor dem Münchner Springerhaus eskaliert die Schlacht, wie Polizeifilme zeigen, die hier erstmals veröffentlicht werden. Es gibt Verhaftete, darunter hier auch Adelheid Opfermann. Es gibt Verwundete und am Ende 2 Tote, einen Fotografen und einen Studenten. Bis heute ist ungeklärt, wie sie in dem Gerangel ums Leben kamen. Schon Wochen zuvor ist in Berlin ein Film des späteren RAF-Terroristen Holger Mainz zu sehen gewesen, der zeigt, wie man einen Molotow-Cocktail baut. Als letztes Bild das Berliner Springer-Hochhaus. Von der Anstiftung zur Brandstiftung. In den Nächten vor Ostern versuchen Demonstranten in Berlin die Auslieferung von Springer-Zeitungen zu verhindern. Dabei brennen auch bald Lieferwagen des Verlags. Die bereitwillig verteilten Brandbomben stammen von einem V-Mann des Berliner Verfassungsschutzes. Doch das wissen die Protestierenden damals nicht. Ein Triumphgefühl habe ich erlebt, als ich dann einen dieser Springer-Fahrzeuge in Flammen aufgehen sah. Also da war plötzlich eine neue Stufe der Militanz erreicht, wo ich vorher nicht mitgemacht hätte oder vorher mich auch nicht gefreut hätte. Zu Ostern 1968 erlebt die Bundesrepublik die massivsten Unruhen der Nachkriegszeit. Es scheint, als hätte die lang angestaute Spannung zwischen den Generationen nun ihr Ventil gefunden und einen Erlösungsgedanken. Dass es eine Rebellion war, dass es eine Revolte war, das war klar. Das lässt sich auch bis heute gar nicht bestreiten. Aber wieso denn Revolution? Welche konkreten Gründe hatten wir, an diese Revolution zu glauben, gerade in Deutschland, nach allem, was geschehen war? Aus Sorge, die Ungeister der Vergangenheit könnten wiederkehren, formiert sich eine breite Opposition gegen geplante Notstandsgesetze der Großen Koalition unter Bundeskanzler Kiesinger.
Hausgesetze. Je mehr ich Geschrei dieser Art höre, desto deutlicher wird mir, wie notwendig es ist, in unserem Lande für Ordnung zu sorgen. Mehr als 60.000 Demonstranten versuchen in einem Sternmarsch nach Bonn vergeblich die Änderung des Grundgesetzes noch aufzuhalten. Der Eindruck täuscht. Die außerparlamentarischen Rebellen repräsentieren nicht mal die Mehrheit der jungen Generation. In deutlichem Kontrast dazu steht so manche politische Zukunftsutopie der selbsterklärten Revolutionsführer in Berlin. Die Vorstellung war die, aus West-Berlin würde eine Räterepublik und dann würde man von West-Berlin aus Einfluss nehmen können auf die Bundesrepublik und so weiter und so fort. Das heißt, man ging natürlich in bestimmten Etappen im Denken vor und das Ganze ist eigentlich eine romantische große Wolke gewesen, die durch nichts an Realität letztendlich getragen war. Abgesang auf eine Revolte. Verdrossen über den politischen Niedergang verzetteln sich deutsche Studentenvertreter im ideologischen Richtungsstreit. Die Frustration mündet in gewaltsame Verzweiflungstaten. Von den verheißungsvollen Anfängen sind sie nun weit entfernt. Das bleibt ja das Schlimme eigentlich, dass viele von uns im Grunde einer im Kern antidemokratischen Doktrin erlegen sind. Peter Schneider glaubt damals an die proletarische Revolution, bis er selbst an der Werkbank steht. Im Grunde genommen hat mich die Betriebsarbeit von meinen eigenen Hirngespinsten erlöst, denn mir war klar, als ich dann ein paar Monate bei Bosch im Betrieb als Hilfsarbeiter gearbeitet hatte, dass die Arbeit der Klasse anderes im Sinn hatte, als sich von Herrn Peter Schneider und ein paar anderen selbsternannten Revolutionären in die Revolution führen zu lassen. Begleitet von politisch aktiven Studenten müssen sich im Herbst 68 Andreas Bader, Gudrun Enslin und zwei Mittäter für Brandanschläge auf Frankfurter Kaufhäuser vor dem Oberlandesgericht verantworten. Sie gehören zu uns, ruft der Zuschauer Daniel Cohn-Bendit aus dem Saal. Aus unserer Handlungsweise, auch unseren Argumenten, konnte man, wenn man das alles Falsche aneinanderkettet, zu dieser furchtbaren terroristischen Ideologie kommen. Wir haben eine politisch-moralische Verantwortung dafür. Kehr aus einer politischen Bewegung, die mit großen Erwartungen den Aufbruch wagte, aber in mancher Hinsicht erst einmal eine Bruchlandung erlebt. Es gab unglaublich viele Irrtümer und Fehlentwicklungen der 68er-Bewegung, aber diese Bewegung hat maßgeblich mit dazu beigetragen, die Grenzen zu verschieben und ein Stück an persönlichen Freiheiten und Freiheitsdimensionen zu erringen und das zu erweitern.